Hallo liebe treue YouTuber. Gibt ja immer so schöne Kommentare, ich musste das so sagen. Herzlich willkommen im neuen Video. Es geht heute um Gras. Es geht um Gras, es geht um Fixrosen, es geht um eine Gestaltung mit Draht. Also gibt eine interessante Idee, wie man die Pfingstrosen ganz toll arrangieren kann. Aber gibt es jetzt viel, viel mehr im Video. Okay, läuft. So, ihr Lieben, ja, ich bin nach wie vor im Pfingstrosenfieber. Es ist eine Faszination und es ist irgendwie eine Sucht, ja. Und es gibt so viele tolle Aspekte an Pfingstrosen und ich habe ja diese wunderschönen Pfingstrosen von, wer weiß es alles, ne? Von Don Peony. Und die haben diese großen Köpfe, die haben diese festen Stiele. Ja, das war jetzt auch eine Arbeit der letzten Videos. Ich habe ja so eine schöne Pfingstrosenserie im Moment. Ich habe auch so eine Karaffe mit Pfingstrosen gefüllt. Und zuletzt habe ich einen Brautstrauß, der mit vielen Blüten und auch hier natürlich das zentrale Stück, sehr schöne Pfingstrose, der auch so fluffig, lässig, pastellig ist. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Könnt ihr auch mal reingucken. Ist auch sehr schön. Werde ich auch nochmal, wenn alles fertig ist, ein Gestecke dazu für die Hochzeit. Gucke ich mal, ob ich ein paar Bilder habe. Da mache ich euch vielleicht nochmal ein bisschen was rein. Ja, und dann habe ich irgendwie überlegt, es ist ja so schön, wenn die einfach nur so lässig und lang sind. Und wir bezahlen ja auch tatsächlich, wir Floristen, wir bezahlen ja auch oft wirklich die Länge. Also damit will ich sagen, je länger die Blüte, desto mehr kostet die. Und es ist ja eigentlich manchmal schon schade, wenn man die abschneidet. Für manche Sachen muss es sein. Aber es gibt ja auch noch so eine Idee, wo ich sage, oh, da kann man die richtig schön lang lassen und kann die einfach ganz toll genießen. Und dazu habe ich mir, ich habe es nicht selber ausgetrunken, aber ich habe einfach eine schöne Champagnerflasche mir von jemandem mitgenommen und habe gesagt, die kann man gar nicht wegschmeißen. Aber die wickeln wir jetzt ein. Dazu brauchen wir Gras. Ja, Gras brauchen wir. Dann brauchen wir natürlich wieder mal Draht. Wir brauchen Draht zum Wickeln. Gibt es von Floristik 24. Schöne Drahtfarben. Wir brauchen Aludraht. Und der Aludraht, den, warum, seht ihr natürlich später. Den muss ich jetzt erstmal in eine, ja, ein bisschen eine Länge schneiden und schneide ich den ab mit der Drahtschere immer, ja, und klebe dann, ich lege jetzt mal die Flasche kurz hin, dass ich das gut machen kann, klebe den Aludraht mit Tesa an die Flasche, so, jawohl, mache ich vielleicht hier oben nochmal, dann ist der schön fixiert. So, es ist übrigens immer auch gut, wenn man so einen breiten Teser nimmt, der klebt einfach besser als ein dünner. Ich hatte früher mal dünnen und als ich dann mal gewechselt habe, habe ich gedacht, wieso hast du eigentlich irgendwann einen schmalen Teser genommen? Das macht sehr viel aus. Ja, Grasarbeiten, das ist wirklich jetzt so eine Frühsommerarbeit. Ich hab dieses wunderschöne Gras, Moment, entdeckt, aber bevor ich anfange mit Gras zu wickeln, gehe ich erstmal her, wickel, mach mir eine schöne feste Basis, indem ich den Draht hier zweimal wickel und den schön fest mache und auch verdrehe. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann sagen, ach, ich mal, der kann ja sagen, er macht den Draht auch nochmal mit dem Tesa fest. So, und dann kann der eigentlich jetzt auch nicht mehr runter. Und dann gehe ich her und fange eigentlich meine Grasarbeit an.
relativ einfach. Ich nehme einfach das Gras, lasse das nach unten so ein bisschen überstehen, sodass ich nachher die Spitzen schön abschneiden kann. Und so, wickel schon mal, dass ich die eine Seite zu habe. Dann nehme ich die nächste Schicht Gras, einfach so eine Handvoll. Es empfiehlt sich immer, dass die Spitzen nach oben sind, so wie in der Natur natürlich, und die Stiele nach unten. Es wird sonst, ja, das wird sonst unnatürlich aussehen. Das ist so ähnlich wie die Geschichte von den stehenden Eiern im Nest, die auch kein Huhn macht. Aber das ist jetzt ein kleiner Rückblick zu Ostern. Nein, und Gras hat natürlich auch nach unten den Strunk und nach oben die Spitze. Klar, ja. Und dann gehe ich einfach her und wickel und wickel und wickel. So, wenn ich mal ein braunes Stück habe, dann nehme ich das raus. Und je dichter ihr wickelt und je fester ihr wickelt, desto fester bleibt es, weil aus Gras wird natürlich irgendwann mal Heu. Und dann hält es auch besser, weil es, irgendwann wird es auch ein bisschen krümelig. Aber jetzt, wenn das so frisch ist und ich wickel das hier so schön fest, dann bleibt es richtig schön. Und das erinnert mich total echt an Sommerarbeiten. Gras ist, ich liebe Grasarbeiten. Allerdings immer natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man im Gras war und wenn man geschnitten hat. Achtung mit Zecken, klar, ist auch, muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn man das alles beachtet, dann geht es ja gut. Ja, es geht jetzt relativ schnell, wie ihr seht, und ich wickel auch richtig fest. Und es ist auch gut, Wickeldraht zu nehmen. Also Wickeldraht ist immer der Draht mit dem Hölzchen drin, und Myrtendraht oder Basteldraht ist der Draht mit dieser Plastikspule. Der ist nicht so fest, der Myrtendraht. Ja, also, und Wickeldraht ist so ein fester Draht. Jetzt muss ich hier, wenn ich an den Bereich komme vom Flaschenhals, gucke ich, wo mein Aludraht ist. Ja, der geht ja hier hoch. Und ich muss eine Öffnung frei halten, dass ich auch Wasser, sowohl Wasser als auch Blüten einstellen kann. Und deswegen ziehe ich das Gras ein bisschen seitlich an dem Flaschenhals vorbei, gehe nochmal einmal hier oben rum und dann gehe ich auch dazu über, so das Gras den Wickeldraht zu wickeln, ja, so rum, genau, so habe ich es gemeint. Sorry. Ich muss auch erstmal nachdenken, was ich immer so sage. Wickel auch weiter nach oben. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ach, es wäre lustig, das hier so stehen zu lassen. Aber es wird relativ schnell trocken und es wird auch relativ schnell bröselig. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wickelt einfach weiter und ihr macht das Ganze haltbarer, indem ihr das festwickelt. Es ist auch sehr schön, wenn man so einen regelmäßigen Abstand hat. Man kann auch mit verschiedenen Drähten, man kann auch mit Bändern da noch arbeiten. Also ich glaube, ihr seid da immer so erfindungsreich. Euch fallen bestimmt die schönsten Varianten ein. Ich bleibe jetzt einfach bei dem pinkfarbenen Draht. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Meine Pfingstrosen sind auch pink. Und ich wollte einfach ein pinkfarbenes Pendant zu der Pfingstrose haben. Und ja, Wahnsinn. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und man kann natürlich auch als Variation, man kann ja auch kleine Orangina-Flaschen nehmen oder von Piccolo so kleine Flaschen und kann die mit Gras bewickeln oder auch Gläser und kann die ja auch mit so wunderschön mit Pfingstrosen saisonal passend dekorieren. Man sieht, nach oben muss ich mich so ein bisschen konzentrieren, dass ich hier keinen Quatsch mache und dass es auch noch nach was aussieht. Aber ich bin jetzt am Ende von meinem Aludraht angelangt und dann verschließe ich auch den Draht jetzt tatsächlich. Also jetzt höre ich auch auf mit meiner Wicklung. Ich muss nochmal meinen Finger befreien. Der hat sich hier reingehakt. Bin am Ende meiner Wicklung, verdrehe den Draht und verschließe jetzt das Ganze. Und wenn das jetzt dann trocken wird, das Ende, dann schneide ich es einfach ab. Aber jetzt lasse ich noch, solange es frisch ist, lasse ich es dran. So,
mache die Enden der Drähte, die biege ich ein bisschen nach unten mit, dass ich mir nicht weh tue dabei. Nehme eine schöne scharfe Schere und so schneide das Gras am Flaschenboden ab. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil was natürlich ärgerlich wäre, ist, wenn man den Draht mit der Schere durchschneidet. Alles schon passiert. So, und hier habe ich schon meine Grasflasche fertig. Und ich bin ja immer ein Fan davon, so ein bisschen Quatsch zu machen. Dann noch hier so einen kleinen Schnörkel und so. Brauche noch eine Gießkanne mit einem schmalen Auslass. Weil ich das jetzt in meiner großen Gießkanne habe, mache ich es einfach so. Ja, ein schmaler Auslass ist immer gut zum Zielen. Es empfiehlt sich. Fülle meine Grasflasche noch mit Wasser. Und gibt noch mal so einen kleinen Tipp. Wie bekomme ich solche Flaschen wieder sauber? Ist natürlich immer schwierig. Was sehr gut hilft, sind zum Beispiel diese Sprudeltabletten, mit denen die dritten Zähne gereinigt werden. Die kann man da reinmachen und damit kann man ja Vasen, Thermoskannen, kann man alles super reinigen. Und jetzt suche ich mir auch schon eine schöne Pfingstrose. Ich nehme hier, was nehme ich denn? Die Sorte Red Charm. Die ist doch wunderbar. Die hat auch ein schönes Pendant. So, die hat auch ein wunderschönes Pendant zu meinem. Oh, Wahnsinn. Da kriege ich wahrscheinlich gar nicht alles rein mit dem Grün. Aber ich kürze die Länge nicht, mache nur ein Blatt ab. So. Und ja, der Stiel von der Pfingstrose ist so dick. So, das Sortenschild kann ich jetzt auch abnehmen. Und der Stiel ist so dick von der Pfingstrose und sie ist auch so schön belaubt, dass eine Pfingstrose tatsächlich reicht für diesen Flaschenhals. Und wenn die Pfingstrose, die ist jetzt noch sehr knospig, aber wenn die aufgeht und es gibt hier so einen Blütenball, dann ist das ein wahnsinniger Hingucker. Da freue ich mich total drauf. Wird echt irre. Ja, und ansonsten kann man ja auch diesen Auslauf, ach, da kann man noch machen, was man will damit. Und noch mit Bändchen dekorieren oder kann man auch, also da gibt es noch sehr viele Optionen. Auf jeden Fall ist es jetzt eine wunderschöne Sommerdeko. So ganz auf die Schnelle, so ganz einfach und natürlich. Mit, ja, eigentlich ist es ein bisschen Upcycling vom Altglas. Die tollen Pfingstrosen von Don Peony mit ganz einfachen Mitteln geadelt. Geadelt ist ein schöner Begriff, oder? Ja, ihr Lieben, das war jetzt eine Idee auf die Schnelle. Ihr könnt eure Pfingstrosen in ganz vielen tollen Farben bestellen bei Don Peony mit Rabattcode MARGIT für 5% Fanrabatt. Wünsche ich euch ganz viel Freude damit. Gibt auch ein Do-It-Yourself-Set, das wir im Angebot haben mit 10 Pfingstrosen und einem Steckschaumziegel. Guckt mal rein in den Webshop, da findet ihr einfach die schönsten Pfingstrosen, die ich kenne. Ja, und dann wünsche ich euch auch ganz viel Spaß beim Gestalten und ich werde mir einfach noch mal ein paar Ideen ausdenken. Schreibt mal in die Kommentare und falls ihr noch nicht abonniert habt, vergesst nicht zu abonnieren. Ich freue mich über euer Abo und ich freue mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Alles Liebe von eurer Margit.